Es gibt ja Leute wie Günter Grass, die schreiben erst die erste Fassung mit der Hand. Ja. Er schreibt es mit der Hand, spricht sich den Satz sogar laut vor, weil er sagt, ich möchte die Musikalität des Satzes mitempfinden. Bei Ihnen habe ich auch immer das Gefühl, dass Sie ein sehr musikalischer Mensch eigentlich sind, wenn ich Ihre Sprache wahrnehme. Warum nicht mit der Hand dann? Tatsächlich ist es so, dass ich Theaterstücke mit der Hand schreibe. Das hat was damit zu tun, dass ich eigentlich sehr gerne im Zug sitze und dass ich dann überhaupt in Sachen Theaterstücken tatsächlich aus mir herauswachsen kann. Seltsamerweise, vielleicht ist es das Ruckeln des Zuges, keine Ahnung. Bei der Prosa, bei den Büchern geht das irgendwie nicht. Aber was geht trotzdem? Ich habe ein Notizheft und dieses Notizheft habe ich immer mit. Ich habe es immer in der Tasche. Und mir fällt etwas ein oder ein Wort kommt mir in den Sinn. Dann schreibe ich mir diese Sätze auf, diese Worte auf und ich schaue dann auf meine Notizen. Ich übertrage, das ist dann der nächste Akt, die Notizen vom kleinen Notizbuch auf DIN A4 Bögen. Und dann aber kann ich nicht anders. Ich brauche, glaube ich, einen Zensor im Kopf. Ich glaube, ich brauche eine gewisse Konzentration. Ich muss das Gefühl haben, das ist jetzt, meine Damen und Herren, der Ernstfall. Schluss. Ich falle lieber also zur Seite um, als dass ich hier aufstehe. Deswegen habe ich dann, wenn ich dann eine Seite geschrieben habe, oder wenn ich mal Glück habe, 2,5 Seiten, dann bin ich ja auch zu nichts anderem mehr zu gebrauchen. Dann laufe ich herum wie ein Untoter oder ich stolpere oder ich vergesse Sachen. Ich bin dann völlig eingesogen in die Geschichte.